Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elder, zu einem neuen Dwarf News für den Oktober. Dieses Mal aus Mario Kart für den DS. Ich muss schon starten. Okay, ich meine, die Tasten vertauscht. Ja, kommen wir zum ersten Thema schlichtweg. Der Dwarf News von Oktober. Oha, ich bin direkt mal dran vorbeigefahren. Aber das will ich weiter jucken. Heute geht es um die Themen. In Dwarf News geht es immer um die Themen, nicht ums Spiel. Seminarwoche heißt das erste Thema. Es ist tatsächlich so, dass ich dieses Jahr beruflich ein wenig verreisen muss und ja. Diese Wochen, in denen ich verreisen muss, heißen, die nennen sich Seminarwochen. Das ist von Berufswegen bei mir in diesem freiwilligen sozialen Jahr so, dass ein paar Wochen im Jahr Pflicht sind, in denen zu Fortbildungen oder halt ja, Seminaren, wie es schon im Titel heißt, Seminarwochen-Titel heißt, fortgefahren wird. Nächste Woche oder diese Woche, da ihr seht dieses Video wahrscheinlich in der Woche, wo ich weg bin, in der Woche vom 9. bis, ja, 5 Tage, 10., 11., 12., ja komm, rechnet selbst, also der 9. ist schon der erste Tag und 5 Tage, also bis zum Samstag geht die Seminarwoche. Am Samstag bin ich wieder zurück, sogar am Freitag bin ich sogar schon wieder zurück, aber werde am Freitag wahrscheinlich auch nicht wirklich voll Betriebnahme machen können. Also am Freitagabend werde ich schon wieder zumindest aktiv sein. Aber ja, ich werde es noch nicht wirklich YouTube-Videos machen können. Joa, das heißt, wenn ihr dieses Video seht, bin ich bereits schon weg. Da bin ich schon auf Seminarwoche. Ich bin in einem ganz kleinen idyllischen Ort. Das ist irgendwo im Nirgendwo. Ein Kabuff am Waldrand, das ist, ja, findet man nicht. Deshalb hat auch wahrscheinlich nicht mal ein Empfang, wenn es hochkommt, geschweige denn Internet. Also, das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich jetzt mal den Sprintknopf drücken, hier diesen Dingensknopf, ja, was soll es, ist wieder ein bisschen fleckt. Wahrscheinlich werde ich in dieser Woche nicht auf YouTube Fragen, auf Kommentare oder irgendwelche Nachrichten antworten können. Ich bin interessant, wie es wird. Also ich bin interessiert, wie es wird. Ich bin überrascht, wie es wird. Ich freue mich schon drauf irgendwie. Bin gespannt, was wird, also wie es läuft. Internet gibt es dort bestimmt nicht, das ist ganz klar. Ja, ob Empfang dort ist, bleibt abzuwarten. Also, ja, was jedenfalls klar ist, ich werde dort keine YouTube-Kommentare lesen und ja, auch antworten können. Deshalb, ja, wird die nächste Woche zumindest in dem Maße sehr leer von mir bleiben. Ja, ihr werdet keine Antworten von mir mehr kriegen, das tut mir leid, aber ja, habt ihr erklärt, wieso. Für euch da ist, hat sich schon bereit erklärt, mein Moderator, einer meiner Moderatoren, mein engagierter Mod, der liebe Legend of Zelda Kitty, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, LP, der ist gerne Moderator auf meinem Kanal und freut sich immer, die Kommentare durchzugehen und als Moderator zu antworten. Der wird auf eure Sorgen und Wünsche eingehen und ja, und sollte ich Empfang haben, könnte ich ja unter Umständen mit dem Kontakt haben. Wenn nicht, ja, dann lege ich das in seine Hände und ja, er wird hoffentlich auch geeignete Antworten finden, die zwar nicht den meinen 100%ig entsprechen, aber ja, doch zufriedenstellend sind. Kommen wir zum zweiten Thema.
Ich habe beim... Wow, jetzt bin ich gegen die Wand gefahren, hier gegen die Brüstung hier, weil ich weggeschaut habe. Ich habe beim letzten Mal, im letzten Wort News gesagt, was habe ich gesagt? Dass ich versuche, 2 Videos am Tag, was die Runde schon vorbei, 2 Videos am Tag zu produzieren, obwohl ich auf Arbeit bin. Ja, wie ihr gesehen habt, in den letzten Wochen, ja, hat sich mein Vorhaben in Luft aufgelöst. 2 Videos am Tag gelingt mir nur noch am Wochenende. Unter der Woche, ja, müsst ihr leider aktuell mit einem Video auskommen, da es von Arbeitswegen, ja, 8 Stunden Arbeit und so weiter nicht möglich ist, das zweite Video zu produzieren. Es kann auch manchmal zu Ausfällen üben, so leid es was zu Ausfällen kommen. Was habe ich mir da aufgeschrieben? Ach du Scheiße. Es kann zu Ausfällen kommen. Und ja, das liegt daran, dass ich halt arbeiten gehe und ja, manchmal auch schwere Tage habe und manchmal kommt es vor, dass ich eine Krankheit habe, mir ein Virus einfange, erkältet bin oder was auch immer für Gründe. Und dann bin ich verhindert und schaffe es dann, kein Video aufzunehmen für den nächsten Tag. Ich produziere das immer so vor, dass ihr nach Möglichkeit am nächsten Tag dann das Video habt, das ich am Abend aufgenommen habe oder am Nachmittag nach der Arbeit aufgezeichnet habe, dass ihr das dann sozusagen fast tagesaktuell bekommt. So, und macht das schon sehr zuverlässig jetzt nach der Arbeit, dass ihr so relativ das einzige Video am Tag findet. Und am Wochenende habe ich dann auch dann mehr Zeit, um dann mit Glück, wenn ich nicht krank werde, kommt es dann am Wochenende zu einem zweiten Video. Aber das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr Abonnenten und gute Zuschauer dieses Kanals seid, dann ja, ist das nichts Neues für euch, dieser Punkt. Also gehen wir direkt zu Punkt 3. Miitopia ist mit Part 55 beendet worden. Ja, wenn ihr das seht, ist das schon 1-2 Tage her. Ein paar Tage mehr sogar, glaube ich. Part 55 war der letzte Part von Miitopia. Mit dem 55. Part habe ich das Projekt beendet und Miitopia im Rücken zugedreht und ja, friedlich aus der Welt geschieden. Das klingt sehr schlimm. Das klingt fast wie gestorben, aber ja, ich bin gegangen. Ich habe Miitopia zurückgelassen. Das Projekt ist beendet. Das heißt, was heißt das? Ja, es heißt, dass Tomodachi Life nun Stück für Stück weitergeführt wird. Das ist nun ein Projekt, das ich vorher geführt habe, das auch schon vor Miitopia lief. Ein zweites Mii-Projekt, wenn ihr es so wollt, auf meinem Kanal. Oder sogar ein erstes, wenn man es genau nimmt. Und hurra, ich fahre gleich ins Wasser. Und ja, das wird dann Stück für Stück fortgeführt als Haupt-Let's Play-Reihe jetzt nicht. Das werde ich jetzt nicht regelmäßig fortführen, aber ja, ich habe ein bisschen vorproduziert. Ich hoffe, es hat mir gelungen. Es ist mir gelungen, für die Woche vorzuproduzieren. Also wenn ihr dieses Video seht, dann ist mir zumindest dieses Video gelungen vorzuproduzieren. Es ist das erste, was ich vorproduziere. Ja, und das heißt, Tomodachi Life ist auch in der Vorproduktion mit drin. Ihr werdet einen Part wahrscheinlich davon sehen. Mal sehen, wie es mir gelingt. Wenn es gut läuft, habt ihr einen Part Tomodachi Life in dieser Woche. Ja, das wird Stück für Stück weitergeführt, aber Hauptaugenmerk liegt bei mir aktuell auf einem anderen Projekt. Und das ist genau das Projekt Kirby Planet Robobots. Kirby Planet Robobots, oh, ich fahre schon wieder rückwärts, was für eine Niete. Kirby Planet Robobot wird ein, naja, etwas kürzeres Let's Play sein, ein kürzeres Let's Play Projektreihe sein. Ich schätze es auf so knapp 15 bis maximal 20 Parts, also
es wird sich nicht so lang hinstrecken wie Miitopia oder gar Tomodachi Life, was ich ja erwartungsgemäß mit 100 Parts besetzen werde. So. Und auch nicht so wie ein Pokémon-Part. Die Pokémon-Editionen sind erfahrungsgemäß auch ein bisschen zeitintensiver. So. Das wird auf euch auch die nächsten, zumindest nicht die nächsten Tage, aber nächste Zeit warten. Vielleicht da doch die nächsten Tage, vielleicht auch. Vielleicht kriege ich ein paar Sachen vorproduziert, auch von Kirby Planet Robobots. Ja, das gefällt mir ganz gut, das Let's Play. Das werde ich auch, dieses Let's Play-Projekt, fortführen in den nächsten Monaten und beenden. Hoffentlich auch bald. Ja, im November, das ist jetzt nicht nur am Rand erwähnt jetzt hier, weil das ist Sache von den Dwarf News November, kommt es dann auch Pokémon Ultrasonne und Ultramond aus. Ich werde Pokémon Ultramond spielen und damit Schluss für diesen Dwarf News, weil es gehört hier nicht rein. Ja, Punkt 5 in meiner Liste für den Dwarf News ist das Halloween Special. Das passt ja hier schon so gut zu Luigi's Mansion. Oh, es passt sogar sehr gut. Ich werde noch nicht zu viel verraten. Natürlich, Zweck, du wirst nicht zu viel verraten. Es gibt ein cooles Halloween-Special für euch am 31. Oktober. Da habe ich mir was Schönes ausgedacht. Da werde ich eine neue Let's Play-Reihe ausprobieren. Welche bleibt noch geheim? Und ja, Reusbar. Da werde ich dann einen schönen ersten Part zu haben als Halloween Special und das dann hoffentlich auch fortführen können. Ja, und ja, damit Punkt 6. Wir sind schon in der dritten Runde. Ich habe es schon öfters erwähnt in der letzten Zeit. Ich werde auch nicht müde, es weiter zu erwähnen. Ich bin seit schon etwas längerer Zeit, aber noch nicht zu langer Zeit, also seit einem Monat, würde ich sagen, ein paar Wochen zumindest, auf With.me angemeldet, auf With.me, und dort lade ich in fast schon regelmäßigen Abständen wöchentlich Videos von Projekten hoch, die ich halt gerettet haben möchte von YouTube. Ja, wahrscheinlich bin ich mittlerweile der Einzige, der es noch erwähnt, dass er With.me macht. Es macht auch Gronkh With.me und Let's Play Markus macht auch noch aktiv With.me. Let's Play Markus lädt sogar einmal in der Stunde was auf With.me hoch. Hier mal eine kleine Werbung für ihn. Ja, und ich lade aktuell Miitopia Parts dort hoch. Reuploads werden dort kommen von YouTube-Projekten. Keine Angst, ich werde dort nicht rübergehen. Ich werde nicht mit YouTube aufhören. With.me wird halt nur ein Re-Upload-Zweig für mich. Ich kann auch nicht mehr reden, wird es Zeit, die Aufnahme zu beenden. So, ihr seid informiert zu den Themen des Oktobers. Ja, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal sitzt seid und ja kein weiteres Dwarf News mehr verpassen wollt. Die neuesten News vom Zwergenfürst für die Monate. So, für den entsprechenden Monat. Ansonsten gehabt euch wohl und haut rinne. Bis zum nächsten Video. Ciao.